Es fängt an mit dem Nihilismus. Die Philosophie, dass das Leben keinen Sinn hat und die Welt ohne Grund hier ist. Wir tanzen ein bisschen rum, machen leider keine Liebe und werden heute Abend unglaublich niedergeschlagen sein. Plötzlich wird der Existenzialismus populär. Der Hauptgedanke ist, okay, vielleicht sind wir nicht aus göttlichen Gründen hier und die Welt hat keinen absoluten Sinn, aber das ist irgendwie schön, weil es bedeutet, dass du keine Fesseln hast, weder Göttern noch Königen verpflichtet bist. In erster Linie bist du kein Angestellter oder Bürger oder digitaler Nomade, sondern eine Person. Zuerst bist du eine Person. Das bedeutet, dass jede Entscheidung deine eigene ist, aber es bedeutet auch, dass niemand zur Rettung kommt und vor allem niemand wirklich das Sagen hat. Hast du dich einmal umgesehen? Wo sind eigentlich die echten Erwachsenen? Milliardäre scheinen nicht besonders glücklich zu sein, Politiker scheinen nicht besonders unbestechlich zu sein und ich persönlich würde keinen Lebensratschlag von jemandem annehmen, der sich als Schachfigur verkleidet. Das Schöne an dieser Anarchie ist jedoch, dass man sich selbst einen Sinn schaffen kann. Das Leben ist nicht etwas, das einen angetan wird, sondern etwas, das man selber tut. Albert Camus hatte allerdings andere Vorstellungen. Der französische Denker aus Algerien, der ursprünglich Fußballer werden sollte, bis er an Tuberkulose erkrankte, stimmte mit einigen Diagnosen des Existenzialismus überein, war aber mit der Heilung nicht einverstanden. Sicher, wir sind der Freiheit ausgeliefert, räumte er ein. Aber was soll's? Das eigentliche Problem besteht darin, dass wir Maschinen sind, die nach Sinn und Zweck hungern und dazu bestimmt sind, diesen in einem Universum zu suchen, das grausam, unberechenbar und anscheinend völlig apathisch uns gegenüber ist. Wir starten jung, werden erwachsen und sterben, während wir wahrscheinlich nie herausfinden werden, wozu das alles gut war. Schau mich nicht so an, du hast auf dieses Video geklickt. Camus schlussfolgerte, dass uns in einer solch lächerlichen Situation vielleicht nur drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Erstens, sich weigern, das Spiel zu spielen, also sein Leben beenden und tu das bitte nicht. Zweitens, ein Vertrauensvorschuss oder der Glaube an etwas, dass es irgendwo einen Sinn gibt. Das kann alles sein, vom Glauben an eine Gottheit bis hin zur Beratung mit einer empfindungsfähigen Melone namens Terence, bevor man wichtige Lebensentscheidungen trifft. Oder drittens, Absurdität. Die volle Anerkennung und Akzeptanz unserer absurden Situation, der Härten und Unzulänglichkeiten des Lebens, der Tatsache, dass wir wahrscheinlich nie die absolute Wahrheit und den absoluten Sinn erreichen werden und dass wir uns dem nicht in einem Anflug von Nihilismus hingeben, sondern trotzdem leben. Eine Revolte gegen die Sinnlosigkeit selbst, wie Camus es ausdrückte. Die einzige Möglichkeit, mit einer unfreien Welt umzugehen, besteht darin, so absolut frei zu werden, dass die eigene Existenz ein Akt der Rebellion ist. Denn es ist nicht die Sinnlosigkeit, die schmerzt, so Camus, sondern der Widerspruch, einen Sinn zu brauchen und ihn nicht zu bekommen. Und vor allem unsere Unfähigkeit, diesen Widerspruch loszulassen. Seit meiner Jugend hat mich zum Beispiel die Frage, warum gibt es etwas und nicht nichts, ziemlich beschäftigt. Denn die eigentliche Frage lautet wohl, warum gibt es überhaupt etwas? Was vermutlich bedeutet, dass das Universum entweder einen zeitlichen Anfang hatte oder keinen zeitlichen Anfang. Also gut, nehmen wir an, alles begann mit dem größten aller Knalle vor 14 Milliarden Jahren. Aber wenn das der Beginn der Zeit und der Existenz von Dingen war, dann kann es davor nichts gegeben haben. Per Definition ist nichts nichts und wie kann nichts etwas erschaffen? Selbst wenn dem Urknall etwas Exotisches vorausging, wie eine Quantenfluktuation oder was auch immer, dann war da ja etwas. Und nicht nichts. Und wir sind wieder bei der gleichen Frage. Was kam davor? Und davor? Und davor? Auf der Suche nach der ersten unverursachten Ursache, bis der Kopf einfach explodiert. Okay, vielleicht gab es all das hier schon immer. Dann hatte das Universum keinen Anfang in der Zeit. Damit wäre das Ganze etwas aus dem Nichts-Problem gelöst. Vielleicht war der Urknall die nächste Iteration in einem Zyklus von Universen. Expansion, Kollaps, Expansion, Kollaps. Ja okay, aber wie funktioniert das? Vielleicht ist es eine seltsame Perversion der allgemeinen Relativitätstheorie. Vielleicht erschafft sich das Universum selbst aus dem Ende der Zeit. Aber sollte das nicht auch irgendwo beginnen? Selbst wenn der Ausgangspunkt in unserer Zukunft liegt, wie kann ein System ohne einen definierten Anfang existieren? Und wenn das Universum einen hatte, dann muss es buchstäblich aus dem Nichts entstanden sein. Wenn ich zu lange darüber nachdachte, überkam mich dasselbe Entsetzen, wie wenn man feststellt, dass der dritte Joint vielleicht eine schlechte Idee war. Warum scheinen beide Positionen vernünftig und doch völlig widersprüchlich zu sein? In der akademischen Fachsprache nennt man das eine Antinomie. Zwei Prämissen, die für sich genommen gut funktionieren, sich aber nicht miteinander vereinbaren lassen. Mit anderen Worten, ein Paradoxon. Und der Beginn des Universums ist kaum das einzige, wie zum Beispiel, ist Materie unendlich teilbar
oder ist sie endlich teilbar? Kann man Teilchen immer weiter auffädeln, bis man einen String, einen Quark oder irgendetwas auf dem Grund der Natur erreicht, das man nicht mehr teilen kann? Und wenn ja, warum? Oder kann man das Universum wie eine Zwiebel immer weiter aufschälen, bis es unendlich teilbar ist? Und wenn ja, warum? Und was das betrifft, sind alle Ereignisse bereits geschehen und wir müssen sie nur noch durchleben, so als säßen wir in einem Film, bei dem die Filmrolle bereits ein Projektor ist, oder ist die Gegenwart der einzig wahre Moment, die Vergangenheit verschwunden, die Zukunft nicht existent? Doch in jedem Fall, warum? Oder sind alle unsere Entscheidungen durch jeden materiellen Zustand, der vor uns da war, vorherbestimmt, sodass wir keine wirkliche Wahl haben? Wie kann man den Unterschied erkennen? Ebenso wäre es denkbar, dass wir eines Tages alles darüber wissen, wie die Welt funktioniert, und könnten wir an diesem Tag sicher sein, dass nicht etwas fehlt, weil wir von unserer eigenen Unwissenheit nichts wissen? Wie könnten wir sicher sein? Und dann sind da noch all die wackeligen menschlichen Paradoxien. Warum passieren guten Menschen schreckliche Dinge und umgekehrt? Warum können wir nicht die volle Kontrolle über unseren eigenen Verstand erlangen? Wo verläuft die Grenze zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewussten? Sind die Mechanismen des Bewusstseins auch wir? Sind wir ein Gesamtpaket, Mechanismus und Verstand? Denn so fühlt es sich nicht an. Und schließlich, wenn wir der totalen Freiheit überlassen wurden und auf dem Ozean der Existenz als Kapitän eines Schiffes mit uns als einzigem Besatzungsmitglied umhertreiben, ohne Regeln für das Leben außer denen, die wir ihm geben, wie sollen wir dann einen Sinn finden oder Zugehörigkeit oder auch nur die nackten Grundlagen eines Grundes zu leben in einem Universum, das so gleichgültig und gefühllos ist, wo Hoffnungslosigkeit unvermeidlich zu sein scheint, wo wir täglich mit Tragödien konfrontiert werden, für die es keine Erklärung gibt, mit Krankheiten, die der Medizin trotzen und, seien wir ehrlich, mit anderen Menschen, die einfach nur scheiße sind. Wie kann man so leben? Wer würde bei so viel Unerklärlichem, Zufälligem oder völlig Widersprüchlichem nicht den Verstand verlieren? Wer würde nicht dem Nihilismus verfallen? Wer würde nicht alle Hoffnung und den Sinn des Lebens verlieren? Nun, Albert Camus würde das nicht. Darauf soll das Ganze natürlich hinauslaufen. Aber vorher noch ein kleiner Exkurs, denn den nächsten Teil habe ich geschrieben, als ich ziemlich high war. 1914 brachen Ernest Shackleton und seine 27-köpfige Mannschaft zu einer Expedition auf, deren Ziel es war, die Antarktis zu Fuß zu durchqueren. Sie segelten also los in Richtung Süden auf dem Südatlantik. Anfang 1915 jedoch war ihr Schiff, die Endurance, im Packeis gefangen und trieb unaufhaltsam nach Süden. Schon bald zermalmte das Eis die Endurance und versenkte sie. Und da waren sie nun, verloren auf den gefrorenen Ebenen des Nichts. Und so irrten sie monatelang zu Fuß und mit dem Rettungsboot umher. Schließlich stießen sie auf eine Insel, die Elefanteninsel, das erste Land seit 500 Tagen. Aber was soll's? Sie waren immer noch gestrandet und es kam keine Hilfe. Shackleton und einige andere machten sich auf den Weg, um einen Rettungsversuch zu starten, während der Rest der Besatzung zurückblieb und versuchte derweil nicht zu sterben. Shackleton fand 800 Meilen später Hilfe, kehrte zu seiner Mannschaft zurück und alle kamen schließlich lebend nach Hause. Und obwohl die Expedition technisch gesehen ein Fehlschlag war, gilt sie heute als eine der größten Geschichten des modernen Überlebens. Aber es ist schon seltsam, wenn man liest, wie die Besatzung lebte. All die Monate, in denen sie in unerträglicher Kälte festsaßen und darauf warteten, dass Shackleton mit Hilfe zurückkam, obwohl sie wussten, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass er zurückkommen würde. Sie spielten sich gegenseitig alberne Theaterstücke vor, machten Mondscheinspaziergänge zur Tradition und lachten sogar, lachten oft, 1000 Meilen von allem entfernt. Sie waren vielleicht die isoliertesten Menschen der Welt zu dieser Zeit, aber sie behielten ihre Menschlichkeit. Wie Alfred Lansing schreibt, lernten sie sich in gewisser Weise selbst besser kennen. In dieser einsamen Welt aus Eis und Leere hatten sie zumindest eine kleine Art der Zufriedenheit erreicht. Sie wurden geprüft und für gut befunden. Und genau hier beginnt der Absurdismus. Denn sind wir nicht auch auf dem Eis, frierend und isoliert von allem? Werden wir nicht von denselben Fragen gequält wie die gestrandete Mannschaft? Kommt die Rettung? Werden wir es schaffen? Was zum Teufel machen wir hier überhaupt? Sind wir nicht genauso gestrandet, fern der Physik, dem Chaos, der Biologie, der Geschichte und Gott weiß was noch alles in dieser Zeit, in dieser Situation, in diese Körper hineingeworfen? Und es wird von uns erwartet, dass wir sie irgendwie überleben? Und wie überleben wir das? Oh, antwortet Camus, indem wir sehr, sehr französisch sind. Mit Leidenschaft und Freiheit und einer Revolte. Mit der Leidenschaft, der Freude am Sein, um seiner selbst willen nachzugehen. Mit der Freiheit, sich in jedem Moment dafür zu entscheiden, weiterzumachen, zu leben, innerlich Hoffnung zu schöpfen
und mit dem Geist der Revolution eine Rebellion gegen die Härte und Fremdartigkeit des Daseins selbst. Nichts wird von Dauer sein und vielleicht werde ich nie verstehen, wozu die Welt da ist, wozu ich da bin. Dann werde ich aber noch intensiver leben. Ich werde nicht nur in den Abgrund starren oder unangenehmen Augenkontakt mit ihm halten. Ich lasse mir die Augen lasern, damit ich noch intensiver starren kann. Du denkst, du bist leer Abgrund? Du solltest mal meine verdammten DMs sehen, Kumpel. Was würde Camus tun? Essen, beten, lieben, sicher. Aber genauso gut trinken, gottlästern, Laternenpfähle anschreien, anfangen die Mandoline zu lernen, sich den Schwanz blau färben, keine Ahnung. Aber das ist die Last der Freiheit. Das ist das Gewicht des Seins. Das ist Absurdität. Vielleicht gibt es einen heiligen Wächter im Himmel. Vielleicht sind wir ein außerirdisches Experiment. Vielleicht sind alles nur Atome und Zufall. Wer kann sich da sicher sein? Wir nicht. Noch nicht. Aber wir können in dem Mysterium tanzen, sagt der Absurdismus, mit dem Tanz als Sinn der Sache. Wir werden in eine absurde Theateraufführung hineingeboren, die keinen Sinn ergibt, und rebellieren gegen die Sinnlosigkeit selbst, indem wir besser, freundlicher und verrückter werden. In einem Paradoxon leben und trotzdem den Abwasch machen, zu wissen, dass wir vielleicht nie erfahren werden, worum es eigentlich ging, und trotzdem weitermachen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, Mut ist die Beherrschung der Angst. Es bedeutet, sich zu sagen, wow, diese Sache macht mir wirklich Angst, aber ich werde es wohl trotzdem tun. Ebenso wenig ist Absurdität eine Antwort auf die Rätsel des Lebens, warum schlimme Dinge passieren, wo das Universum herkommt oder wie man diesen Scheiß überlebt. Es stellt nur die Frage, oh Gott, was ist, wenn wir nie eine endgültige Erklärung finden? Was ist, wenn wir nie das große Ganze sehen? Was, wenn wir unser ganzes Leben lang nicht wissen, worum es eigentlich geht? Und sich selbst zu antworten, oh schau, ein Papageientaucher. Das ist ein schöner Papageientaucher. Das ist ein schöner Tag. Oh, wir leben. Das ist beispiellos seltsam und cool. Ob es nun vollständig erklärt wird oder nicht, das ist... Lasst uns ein Bier trinken gehen.